24 Börse People. And now in season 15. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken, Generali, KG. Mein 16. Gast in Season 15 ist Thomas Einramhof, Head of Group Securities Markets bei der Erste Group. Ja, und ich bin Christian Drastil und heiße herzlich willkommen und Thomas, dich natürlich ganz im Speziellen. Servus und herzlich willkommen. Servus Christian, danke, dass ich da sein darf. Ich muss schon wieder lachen. Wir haben so ein gutes Vorgespräch gehabt und ich habe mich jetzt selber aus der Anmoderation rausgeschrieben und habe es einmalig umdrehen müssen. Aber okay, gut, jetzt bin ich, ja. Lieber Thomas, wunderbar, wir haben spannende historische Themen, viele aktuelle Themen, aber beginnen wir Karriere-Werdegang-Podcast. Du hast da ganz in der Nähe von hier im 9. Bezirk bei der alten WU studiert und bist dann zur Giro gegangen. Reden wir mal über die Zeit, bitte. Genau so ist es, danke. Ja, ich habe halt auf der WU hier einige Zeit verbracht, habe sie nie beendet. Ich habe es nicht mal angefangen, ja genau. Dafür bist du jetzt fast in der Nähe von ihr, also dem alten Gebäude zumindest. Ich bin neugierig, was dort passieren wird am Standort, aber anderes Thema. Das ist eine andere Geschichte, ja. Ja, und da gab es halt etliche Themen, vorlesungstechnischer Natur, ziemlich verärgert, dass ich an einem Samstagnachmittag in eine Vorlesung musste, wo ich eigentlich Tennis spielen wollte. Ist auch eine Sauerei eigentlich, ne? Definitiv, ja. Also ich habe mir das Studentenleben eigentlich immer ganz anders vorgestellt gehabt damals und habe mir gedacht, da muss man etwas ändern und habe mich dann umgehört, was ich denn eigentlich noch machen könnte, was würde mich interessieren. Habe bei den Englischvorlesungen über FX, also über Währungshandel gehört. Da haben wir gedacht, das klingt spannend. Haben wir dann einfach Akte X im Fernsehen und so haben wir gedacht, das ist irgend so was Science-Fiction-mäßiges, ne? Definitiv, ja. Also war die Frage, welche Agentin wird mich dann begrüßen, aber das war dann ein bisschen anders. Ja. Nichtsdestotrotz war es super spannend, habe mich bei den damals noch mehreren Banken in Wien beworben für eine Stelle und habe dann bei der Giro Kredit einen Platz bekommen, wo ich das große Glück hatte, quasi von der Pike auf das Handelsgeschäft lernen zu dürfen. Am FX-Tisch war dann im Money Market, da kommen wir wahrscheinlich später noch einmal dazu. Ja, nein, ich hake da gleich einmal ein. Money, also eine Frage habe ich vorab. Giro Kredit Prag hast du auf LinkedIn eingegeben. Ja. Das ist ein tolles Land natürlich, Tschechien ist eine tolle Stadt, Prag, aber es ist ungewöhnlich, dass man in Prag beginnt doch eigentlich, oder? Ich habe in Wien begonnen, aber nach Prag für 3 Monate, weil wir damals als Giro Kredit eine Filiale dort hatten. Die brauchten Unterstützung, weil sie stafftechnisch ein wenig unterbesetzt waren zu einem gewissen Zeitpunkt. Und quasi als Junior, als Jüngster, habe ich nicht einmal den kürzesten Strohhalm ziehen müssen, sondern damals wurde noch relativ undemokratisch entschieden, wer wohin geht. Nicht desto trotz, es war eine coole Zeit, 3 Monate in den mittleren 90er Jahren in Prag, da war die Stadt noch ein wenig anders, als sie heute ist und ja, haben wir damals auch gedacht, 3 Monate in einem Land, toll, ich werde die Sprache sicherlich teilweise können, bis auf ein kleines Bier kann ich mir nicht viel bestellen, aber es war interessant zu sehen, wie damals so diese Veränderung vom, sag ich mal, alten Ostblock in eine neue westlich orientierte kapitalistische Gesellschaft gerade stattgefunden hat. Und hat man dort Englisch gesprochen oder Deutsch oder ja, Englisch. Landessprache? Nein, Englisch. Englisch war klar, ja. Also du tust mir jetzt ein bisschen leid, weil ein großes Bier bestellen wir auch noch drin gewesen, oder? Irgendwie. Aber okay, wie auch immer. Muss ich mal 2 kleine bestellen. Es war die Zeit Money Market, du hast das genannt. Ich wollte das Prag noch reinbringen. Ja, Trading Money Markets in der Giro Kredit. Was versteht man unter Trading? Was sind Money Markets für die Hörerinnen und Hörer, bitte? Also Money Market ist natürlich die klassische Liquiditätssteuerung. Das sind die kurzfristigen Zinsen, also in dem 1- bis 2-jährigen Segment, wo sich jegliche Zinsänderung
doch in einem anderen Ausmaß niederschlägt, als das vielleicht am langen Zinsende der Fall ist, verbunden mit der Liquiditätssteuerung, also dem Ausgleich, nicht die langfristigen Refinanzierungen, sondern wirklich das Feintuning am kurzen Ende. Das war meine Aufgabe und da halt auch dann in Verbindung die Zinspositionierung entsprechend der Zentralbankpolitik, beziehungsweise damals noch war die Liquiditätsmenge im Markt, hat dann auch noch viel mehr Ausschlag gegeben, als das heute der Fall ist. Und das waren so die Dinge, auf die ich mich damals konzentriert hatte. Und das im Eigenhandel für die Bank? War das Nostro? So ist es. Ja, also okay. Das war Nostro, immer in Verbindung sehr stark mit Balance Sheet Management, Asset Liability Management, weil es dann natürlich dann auch sehr stark um die Bilanzsumme der Bank geht, Bilanzsummensteuerung, um klarerweise alles zu refinanzieren, was refinanziert werden muss. Auf der anderen Seite aber auch nicht die Bilanzsumme zu sehr aufzublasen, wenn es dann vielleicht um irgendwelche Kennzahlen geht. Alles klar. Ich komme nochmal zur Akte FX. Forex Trading war auch ein Schwerpunkt damals in deinen Early Years, damals halt in der Zeit vor dem Euro, da hat es noch ein bisschen mehr Währungspaare gegeben. Auch da ein paar Worte dazu bitte. Ja, das war natürlich ganz besonders interessant zu einer Zeit, wo du noch französische Franc, italienische Lire, Escudos, Peseten gehandelt hast. Genau, ich war in der Kasse in der Bank auch mal und die Escudos waren immer im Sommer sehr populär. Ja, und das war natürlich auch ein ganz ein anderer Zugang. Also klarerweise waren die Handelsvolumina geringer, als das heute der Fall ist. Die Leitwährung war im Regelfall noch die D-Mark. D-Mark gegen Schilling, ein ganz wichtiger Wechselkurs, der zwar von der Nationalbank immer irgendwie in einer Bandbreite zwischen 703 und 704 gehalten wurde. Wahnsinnig, ja, jetzt wo du es sagst, ja, genau. Aber natürlich da auch ganz interessant, wenn dann halt Währungen attackiert wurden, also gerade so italienische Lire, Attacken auf die Lire. Britisches Pfund war auch noch ein Thema, das gibt's ja heute noch, genau. Die haben sich, ja. Aber ich glaube, es war zu Euro 98, glaube ich, die große Attacke, aber ist egal, brauchen wir jetzt nicht. Es war spannend, ja. Und natürlich, da kann man dann auch wiederum diese Verbindung zum Money Market, weil wenn natürlich zum Beispiel die italienischen Lire währungstechnisch unter Druck standen, sind die kurzfristigen Zinsen natürlich in die Höhe geklettert, weit weg von irgendeinem italienischen Leitzins, wo die Liquidität natürlich dann der ausschlaggebende Grund war und dann irgendwie bei 20%, 30%, 40% gehandelt haben. Also das waren spannende Zeiten und die Möglichkeit, damit im Trading auch wirklich Geld zu verdienen. Ich habe sehr befürchtet, dass ich bei dem Gespräch mit dir überhaupt nicht weiterkomme, weil mich alles so interessiert. Carry Trades, haben wir das damals schon gesagt, zu dem, was du jetzt da besprochen hast? War klar. Damals schon ein also Learning, oder? Da sind wir natürlich gerade Lire, Peseten, Escudos waren da sehr populär, nachdem dort das Zinsniveau doch immer um etliche Prozent höher war, als zum Beispiel in Schillingen oder in D-Mark. Aber natürlich immer in Verbindung mit dem Risiko, dass die Währung kontinuierlich abwertet. Er war heuer im Sommer auch sehr modern für die Weltbörsen, kurz ausgehend von Tokio. So ist es, genau. Also ich glaube, Dollar-Yen ist da immer noch ein sehr populärer Trade. Genau. Es gibt ja nicht mehr so viele Paare jetzt. So, jetzt der nächste Punkt. Ich habe dein LinkedIn-Profil offen, weil das war mir zu viel zum Abschreiben irgendwie, was da alles funkt. Ich finde es ja alles so spannend. Du bist ein Gemerchter, sage ich mal. Weil du wechselst Test 1997 von der Giro zur ersten und das macht man meistens, weil es damals den Merger gab. Ne? War bei dir auch so, glaube ich, oder? Genau so ist es. Also ich habe in der Giro Kredit begonnen, die kurz vorher aus dem ÖCI und der Giro Zentrale entstanden ist. Bin dann eben in die Fusion hineingerutscht. 97, 98 wurde damit ein erster Mitarbeiter. Ja, und die Story der erste ist ja dann, glaube ich, bekannt von dem Zeitpunkt weg. Ja, 97 war ja dann auch die große Geschichte mit der Equity Story, die vollkommen neu geschrieben worden ist. Damals hast du da auch irgendwie mitgewirkt oder warst du damals noch anderer Markt? Nein, ne? Also ich war damals komplett in dieser Treasury-Welt, FX, Money Market, Liquidität, Zinsderivate und Aktien waren für mich noch zwei Stockwerke entfernt. Die wurden in einem anderen Gebäudeteil gehandelt. Es kommen dann neue Begriffe mit der erste Bank AG, erste Group rein in deinen Lebenslauf, nämlich MM, Derivate und CEE. Das
bei die MM und die Derivate sind wohl eine Veränderung in der Aufgabenstellung ein bisschen und CEE war die Corporate Story der ersten dann. Auch da ein paar Worte dazu. MM steht wofür? MM steht im Prinzip für Money Market. Also das war weiterhin also diese Market kurzfristige, Making. Nein, nicht Market Maker. Also wir haben klarerweise für die Produkte, in denen wir aktiv waren, auch Market Making betrieben. War damals auch noch ein wenig anders, quasi über die Reuters-Dealings, die sich damals entwickelt haben, als so erste Kommunikationstools zwischen den Banken. Und klarerweise war das irgendwo ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ich irgendjemanden um einen Preis frage, auf den ich handeln möchte, muss ich natürlich auch bereit sein, einen Preis zu quotieren, wenn der jeweilige Counterpart auch mal einen Preis von mir möchte. Und das war natürlich etwas, wo Money Market und Market Making, also wir könnten de facto vier M's draus machen, ja, genau. Market Making, Money Market, sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz waren. Und dazu halt dann auch alle Zinsderivate, also Forward Rate Agreements, wo man halt auch die Zinsen, die etwas in der Zukunft liegen, gehandelt haben in Verbindung mit Zinsfutures, also alle die Dinge, die sich damals viel mehr entwickelt haben, um auch die Zinskurve darzustellen, die haben wir gehandelt. Und bei CEE, ja, klarerweise, das war dann die Story, Tschechenkronen, damals hat es auch noch slowakische Kronen gegeben, bevor sie dem Euro beigetreten sind. Das war natürlich klarerweise dann die Story der ersten in Verbindung mit all den Banken, die wir in den verschiedenen Ländern zugekauft haben oder uns beteiligt hatten, und da klarerweise dann auch aktiv zu sein. Du wurdest dann Head of Global Money Market 2007. Wie kann ich mir das vorstellen in einer großen Bank? Wird das dann von Wien aus gesteuert oder habt ihr lokal auch Money Manager gehabt, Managerinnen, die du von Wien aus gesteuert hast? Ja, also wir hatten damals schon 2007 bei uns im Bereich, in Group Markets, einen divisionalisierten Ansatz. Das heißt, wir hatten dann über die Töchterbanken und die Subsidiaries, die erste halt zugekauft hat, Česká spořitelna, Slovenská spořitelna, aber auch über die zwei Filialen, die wir hatten, Hongkong Branch und New York Branch, natürlich quasi eine Art 24 Stunden Money Market und Liquiditätssteuerung, und die haben wir zentral aus Wien geführt, aber vor Ort das Know-how sitzen gehabt. Also sprich, das war eine Truppe von, weiß gar nicht mehr, wie viele das damals waren, 20, 30 Leute, die halt über die gesamte Region verstreut gesessen sind, aber an eine Zentralperson rapportiert haben, und das war damals ich. In allen Zeitreisen, die ich mit so Leuten wie dir dankenswerterweise aus meiner Sicht führen darf, spielt das Jahr 2008 und Lehman natürlich eine Rolle. Ja, heute kann man vielleicht drüber lachen, es war doch hard times. Was genau hat das mit dem Money Market gemacht? Also das war sicherlich einer der ganz, ganz großen Wendepunkte in der Money-Market-Geschichte, die ja dann auch in weiterer Folge im Libor-Skandal auch einen Ausdruck gefunden haben. Also ich würde mal sagen, bis 2007 war Money-Market und Liquidität handeln relativ einfach möglich, abhängig davon, was habe ich für Linien, welches Risikoprofil bin ich bereit zu nehmen. Linien im Sinne von Pouvoir oder so. Kreditlinien, ne? Ja, genau. Wie auch Pouvoir, ja, im Sinne von, ja, welche Positionsgrößen darf ich fahren. Dann kamen natürlich ganz, ganz viele Liquiditätsratios, Liquiditätsregulatorien. Niemand hat niemand mehr vertraut, ne? Genau. So ist es. Also ja, ganz, ganz speziell 2007, 2008. Für die da dabei gewesen sind, 2008, September mit Lehman, war ja eigentlich schon relativ spät. Es gab ja schon im August 2007 die ersten Probleme mit den verschiedenen Banken in Deutschland, auch die deutschen Landesbanken. Ein Monat, nachdem du begonnen hast als Head of. So ist es, ja. Also ich hatte ja Gott sei Dank schon ein paar Jahre Erfahrung in dem Metier. Aber das war natürlich nicht schuld an dieser Welle. Gott sei Dank, ja. Und wir waren Gott sei Dank auch viel zu klein, um da in diese, ja, Dinge involviert zu sein. Aber klarerweise all diese Liquiditätsprobleme, die dann so deutsche Landesbanken oder andere Spezialbanken in dem Bereich hatten, sich dann nicht mehr refinanzieren konnten. Das war natürlich insofern spannend, weil wir ja auch mit der EZB in diversesten Arbeitsgruppen immer schon tätig waren. Und wenn dann so die großen liquiditätsverteilenden Banken aus den diversen Ländern jeden Morgen mit der EZB konferieren,
wie schaut die Situation heute aus, was glauben wir, wie wird sich der Tag entwickeln. Das war natürlich ein unglaublich lehrreiche Zeit. Die Möglichkeit, viele Leute kennenzulernen, die jetzt nicht nur in Österreich sitzen, sondern de facto durch Gesamteuropa verteilt. Und ja, es gab dann schon noch einige Tage, Stunden, wo ich dachte, heute wird sich's nicht mehr ausgehen. Es ist sich dann immer wiederum ausgegangen, aber ich würde mal sagen, das hat viele Nerven gekostet, wahrscheinlich auch das eine oder andere Haar, die Falten gebracht, die Haare ein bisschen grauer gesetzt. Wie ist jetzt ein junger Mann? Also, okay, nein. Aber ja. es war etwas, wo ich sage, ich glaube, das wollen wir alle nicht noch einmal durchleben. Aber mit der Unterstützung der Zentralbanken wurde damals ganz viel aufgefangen, um Schlimmeres zu verhindern. Ich springe jetzt in diese Auffangzeit und Erholungszeit der ersten Hälfte der 10er Jahre. Da kommen bei dir Begriffe wie Government Bond, hast du eh immer gemacht eigentlich, aber auch in Leitungsfunktionen höchstwahrscheinlich, und Collateral Trading. Damit beginne ich jetzt. Was steckt da dahinter? Ich glaube, das ist natürlich eine gute Weiterleitung des unbesicherten Money Market Handels, den es vielleicht bis 2007, 2008 gegeben hat. Du hast es erwähnt, keiner hat keinem mehr vertraut nach Lehman. Dementsprechend Liquidität musste trotzdem irgendwie ausgetauscht werden, aber halt nicht mehr unbesichert, sondern dahinter mit irgendeiner Besicherung. Und das war damals für uns so diese logische Schlussfolgerung. Du hast natürlich Collateral benötigt, damit irgendwo auch dieser Bondhandel mit mehreren Komponenten. Das eine, das klassische Liquidität bereitstellen, Market Making wiederum zu machen, vor allem mit den Bonds aus unserer Region, die dann aber auch zu benutzen, um sie für Liquiditätszwecke weiter zu verwenden als Sicherheit. Und das war damals die Kombination. Und Collateral Trading haben wir insofern betrieben, indem du eben auf der einen Seite für die reine Liquiditätssteuerung das Collateral verwendet hast, auf der anderen Seite aber natürlich auch versucht hast, das bestehende Collateral zu optimieren und dadurch noch zusätzliche Basispunkte irgendwo verdienen zu können, um einen zusätzlichen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Und das Ganze war in einer Zeit, wo die Zinsen immer stärker angedeutet haben, gegen Null zu gehen, irgendwann später dann unter Null, hat natürlich auch einiges mit dem Markt gemacht, oder? Definitiv. Also allein wenn, ich sage mal, zwei so Dinosaurier wie wir zurückdenken. Hallo. Also ein Dinosaurier, nein, der jetzt gerade also, spricht, ja, nein, der andere ein junger, agiler, ja, genau, Tennisspieler. Nein, aber klarerweise, Scherz beiseite, wenn man zurückdenkt eben in den 90er Jahren, was für Zinsniveaus man damals gesehen hat, unterschiedlichste Backfire, Zinsniveaus, ja. Auch noch in den 2000er Jahren, und dann kam halt die Zeit, speziell nach Lehman 2008, wo die Zinsen das erste Mal massiv gefallen sind, und dann natürlich innerhalb der Euro-Krisenzeit mit den berühmten Kommentaren von Mario Draghi, whatever it takes, wir wissen, was das bedeutet hat, und ich denke mal, viele heutige Senior-Händler, die vielleicht 10 Jahre im Business sind, haben 8,5, 9 Jahre nur eine Nullzinspolitik, genau, gekannt, bis jetzt auf die letzten 1,5 Jahre, wo wahrscheinlich dann auch wiederum große Lerneffekte gekommen sind. Ja. Aber du hast es erwähnt, also das war natürlich schon eine große Herausforderung, weil natürlich gewisse Arbitrage-Möglichkeiten zu entdecken, Zinsdifferenzen, Carry-Trades, weil du sie angesprochen hast, irgendwie zu spielen, war unmöglich, weil der Carry war überall, ja, null. Damit gab es auch keine Zinsdifferenzen. Das war natürlich eine herausfordernde Zeit in der Hinsicht. Ich glaube, man sieht es ja jetzt auch, wenn man sich die Bankenergebnisse anschaut, seit es wieder Zinsen gibt, gibt es auch Net Interest Income in anderen Größen, als wir das lange gesehen haben. Ich habe gesagt, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Grundausbildung auch gemacht in der gleichen Bank, in der du jetzt tätig bist, die Lehrbücher hast weghauen können. Nichts hat mehr gegolten. So, ja, ist es, ja. Okay. Also ja, alle Zinsfantasien, ja, jegliche Kurvenstrukturen bis, ja, 100-jährige Bonds, also ich glaube, wenn man allein die Republik Österreich anschaut, die da ihren 21-17er Bond hat, der 0,6%, glaube ich, Coupon hatte bei der Emission,
für 100 Jahre, ja, das Wahnsinn, muss man sich einmal vorstellen. Ja, ja, den habe ich heuer gekauft, da kommen wir dann eh noch dazu. Ich springe kurz ins Jahr 2022, um dann wieder zurück ins Jahr 2015 zu gehen, aber das passt jetzt gerade dazu. Hast du die Schärfe der Gegenbewegung 22 irgendwo erwartet oder hat auch dich das überrascht als, sage ich jetzt mal, Dinosaurier? Also ich glaube, man hat schon irgendwie Ende 2021, als man aus den Medien mitbekommen hat, was sich denn da in Russland, in Weißrussland so abspielt, irgendwo ein gewisses Gefühl bekommen, da brodelt's, irgendwas passiert. Und ich glaube, das ist auch einer der Vorteile von, um dabei zu bleiben, von uns Dinosauriern. Wir haben schon, glaube ich, irgendwo gewisse Spürsinne. Wenn du sagst, ich kann dir zwar nicht genau sagen, was da passiert, aber irgendwas ist sehr seltsam. Und das war natürlich schon ein Zeitpunkt, wo man begonnen hat, klarerweise diese klassischen Risk-Off-Mechanismen irgendwo einzuführen. Und Risk-Off ist natürlich, du schaust, dass deine Positionen so gering wie möglich sind, und B, natürlich dann auch zu schauen, wie positionierst du dich in einem Risk-Off-Modus mit den klassischen Instrumenten, wo man halt dann weiß, was ist jetzt tendenziell eher das, was fester gehen wird und wo ein gewisser Safe-Haven-Flow gegeben ist. Das hat uns da sehr geholfen, aber natürlich mit dem Einmarsch dann selbst, das war natürlich schon enorm. Ja, ja. Ja, das war ein fürchterliches Jahr für fast alle Asset-Klassen, das 22er, aber eben die Zinsen sind zurückgekommen und das war für Banken, anders als bei Industrieunternehmen, zumindest auch was Positives dabei, was die Bilanzstruktur betrifft. Gut, ich springe zurück ins Jahr 2015 und ab 97 habe ich gesagt, bist du gemerged worden? Und es war noch ein wesentlicher Event für Hauptanstaltsmitarbeiter, der ersten dann in der Geschichte der Bank, nämlich der Umzug am Campus. Den hast du irgendwie indirekt erspart. So ist es, ja. Also, denn du hast ein Intermezzo bei der Rabobank. Genau so ist es. Also ich wäre jetzt vielleicht vermessen zu sagen, haben wir gedacht, nein, meine Kartons packen und auf den Campus zu übersiedeln aus der Börsegasse, das tue ich mir nicht an. Ich packe meine Kartons und gehe wenn dann gleich nach Holland. Also ich war, wie du korrekterweise sagst, 2 Jahre bei der Rabobank in den Niederlanden tätig. War eine spannende Aufgabe. Die hatten damals im Zuge des Libor-Skandals, wo die Rabobank ja auch zu einer sehr deftigen Geldstrafe verurteilt wurde, auch personaltechnisch auf der Money-Market-Seite gewisse Herausforderungen, sprich die irgendwo mit dem Libor-Skandal involvierten Personen damals konnten natürlich ihre Aufgaben nicht mehr weiterführen. Und die Rabobank war auf der Suche nach jemandem, der die gewisse Erfahrung mitbringt, der auch in den EZB-Kreisen tätig war und auch noch irgendwo in diese Bankstruktur passt. Und da haben sie mich gefunden. We hired a dinosaur from Austria. So ist es, ja. Genau. Damals war ich ja noch 10 Jahre jünger, da war ich noch ein junger Dinosaurier. Ja, aber da kommst du jetzt nicht mehr raus in dem Gespräch, das bleibt uns. So ist es. Genau. Ja, also ich sehe schon das Foto wahrscheinlich auf deinem Podcast, statt meinem Bild wird wahrscheinlich irgendwie der kleine Dinosaurier. Nein, wir nehmen dieses Bild und dann ist dieses Dinosauriergerücht wieder aus dem Markt raus. Ja, war spannende Zeit, nehme ich an, auch 2 Jahre in Utrecht, oder? So ist es. Also die Rabobank hat ja ihr Headquarter in Utrecht, 25 Kilometer außerhalb von Amsterdam. Ich war da weltweit zuständig für sogenannte Short-Term Funding, also sprich die gesamte Liquiditätssteuerung bis zu 2-3 Jahre, das gesamte Feintuning, die Steuerung aller dann schon eingeführten Liquiditätsregulatorien, Net Stable Funding Ratio, LCR, Liquidity Coverage Ratio. Das ist natürlich bei einer Bank, die damals eine Bilanzsumme von 600 bis 700 Milliarden, also in etwa 3-mal so groß war wie die erste damals, sehr spannend war. Allein der Teil, für den ich zuständig war, waren in etwa 200 Milliarden Euro, also die Bilanzsumme der erste damals. Und das wirklich global. Also ich hatte Teams von Australien bis Südamerika, Nordamerika, war sehr viel unterwegs. Eine unglaublich spannende Zeit, auch die Mentalität der Holländer, ihre Governance zu erfahren, war sehr, sehr wertbringend. Und auch eine Riesenbörse mit Amsterdam.
Eine riesige Börse, ja, keine Frage. Also die Rabobank als eine der wenigen Banken mit ihrer genossenschaftlichen Struktur listet halt nicht an der Börse. Die lebt es noch immer, wie wir haben es auch einmal angesprochen, wir haben mit ihren Partizipationsscheinen, ja, genau, innerhalb des Genossenschaftssektors. Gilt halt auch als eine der sichersten Banken diesbezüglich. Aber natürlich, ja, ein toller Markt. Holland per se für mich, ich würde mal sagen, das angelsächsischste und kapitalistischste Land Europas, Kontinentaleuropas, war echt toll zu sehen, was die Holländer auch zum Beispiel mit ihrem Pensionskassensystem aufgebaut haben über viele Jahrzehnte, was vielleicht auch für uns in Österreich ein gewisses Vorbild sein kann, um in die Future, also in die Zukunft zu sehen. Ja. Ja, schauen wir mal, was unsere nächste Bundesregierung diesbezüglich auf die Beine stellen möchte. Ja. Geben wir eine Chance, wurscht, was rauskommt. Ja. Rabobank war ja damals, ich muss das erwähnen, ich habe nämlich in der Vorbereitung nachgeschaut, aus dem Radsport schon ausgestiegen, das war 2012. Auch so ein Compliance-Geschichten, also die machen das, glaube ich, schon sehr sauber alles. Ne? Damals ist der Radsport unsauber geworden und die sind rausgegangen und jetzt wissen wir das Team und wir lassen das auch schon wieder stehen, aber ganz, ganz große Sportgeschichte auch mit der Rabobank verbunden. Gut, die Kollegen haben ihre Kartons auspackt gehabt schon. So ist es, ja. Wir gehen ins Jahr 2017. Ja. Hatten wir schon einen Platz vorbereitet. Also es gab damals auch innerhalb der erste Group im Markets-Bereich ein paar Veränderungen. Der damalige Bereichsleiter Stefan Dörfler ist in die erste Bank Österreich gewandert, wurde dort CEO. In der Zwischenzeit ist er CFO unserer Bankengruppe. Oswald Huber wurde der neue Bereichsleiter, der bis dahin de facto für alle Trading-Aktivitäten zuständig war. Und hat dann jemanden gebraucht, der von ihm diese Trading-Agenten übernimmt. Hat sich an mich glücklicherweise auch noch erinnern können. Wir hatten ein interessantes Gespräch in Hongkong, wo wir uns getroffen haben. Treffen uns an einem neutralen Ort irgendwo. So ist es ja. Also ich hatte ja immer viel Zeit auch in New York und in Hongkong verbracht. Die erste hat auch eine Filiale in Hongkong und die Assistentin vom Ossi Huber hat uns das organisiert, dass wir uns da zeitgleich getroffen haben. Und nach relativ wenigen Minuten kam dann die Frage, ob ich nicht Heimweh nach Österreich hätte. Die Antwort liegt auf der Hand und dann haben wir uns wieder getroffen und ja, dann bin ich dem Campus nicht entgangen, dann bin ich auf den Campus übersiedelt und jetzt seit 7 Jahren wieder am Campus retour. Ist aber eh schön geworden, ne? Der Campus. Definitiv. Muss man sagen. Also es ist ein Wohlfühlort, finde ich. Ich fahre zwar nicht so gern hin, weil es weit ist, aber wenn ich dann dort bin, mag ich ihn. Und ja, Head of Trading war schon eine deutliche Veränderung. Du hast das eh schon gesagt, Gespräch mit Stefan Dörfler zu den vorigen Jobs beim gleichen Institut vor dem Intermezzo. So ist es. Also ich war davor ja doch immer sehr stark in dieser gesamten Money-Market-Liquiditätswelt unterwegs. Als Head of Trading waren dann die 4 großen Asset-Klassen, also Liquidität, Money-Market, Zinsen, FX, Fixed Income, auch mit dem langen Zinsende und Equities dabei. Das war neu, Equities, oder? Das war neu, ja. Ich kannte natürlich den Ronny Nemetz, der diese Einheit schon seit vielen Jahren leitet, gut. Folge mit ihm werden wir verlinken. Liebe Grüße auch an dich. Ja. Und habe dann damals eben diese Aufgabe bekommen, diese gesamten Risiko-Proprietary-Aktivitäten steuern zu dürfen. Wir hatten dann nach nicht allzu langer Zeit uns auch Gedanken gemacht, wie wir denn den Bereich gegebenenfalls neu sortieren. Das haben wir dann getan und haben 2 neue Gruppen auch gegründet, die Group Treasury Markets und Group Securities Markets waren. Das heißt, da haben wir gewisse Sales-Einheiten näher an die jeweilige Asset-Klasse herangebracht. Und dann mit meiner Treasury-Historie habe ich natürlich die Group Treasury Markets am Anfang geleitet. Bis dann 2019 einer unserer damaligen Kollegen uns in Richtung einer anderen Bank verlassen hat. Und dann habe ich eben mit dem Ossi Huber gesprochen, wie kann ich unterstützen, und habe mich dann auf die Securities-Seite geschlagen. Und da sind halt dann, wir sagen, die ganzen ISIN-Produkte, also sprich Fixed Income, Bonds, Equities, Equity-Strukturen plus jegliches Institutional Sales.
integriert gewesen. Und das ist jetzt seit 2019 meine neue Welt. Also die dann mit AT beginnen für Österreich. Viele und internationale auch dabei, ne? So ist es, genau. Manche haben ja behauptet, AT heißt nicht Austria, sondern Andreas Treichl. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das würde ihn ganz besonders freuen, ja, wenn alle österreichischen Kapitalmarktprodukte mit ihm verbunden werden. Ja. Genau. Lieber Thomas, ich lasse jetzt mal einen weiteren großen Einschlag in unser aller Leben und vor allem im Bankerleben war sicherlich die erste börsliche Phase Covid mit der raschen Erholung. Aber das lasse ich jetzt mal weg. 22 haben wir erwähnt, ich springe ins Jahr 2024, weil ich noch viele Themen habe, die jetzt ganz aktuell sind. Und da beginne ich mal mit dem ersten Halbjahr, Bundesanleihen. Da wurde quasi ein bisschen runtergebrochen, dass die schönen Dinger, du hast die 100-Jährige erwähnt, auch für Private handelbarer werden und das über die Wiener Börse, auch da ein paar Worte. Dazu, da habe ich dich ja im Börsenradio gehört. Genau, ja, also das war natürlich damals eine interessante Anfrage, die an die Raiffeisen und an uns herangetragen wurde von der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. Wo das Interesse bestanden hat, auch über die Wiener Börse nicht nur einen Markt zu etablieren, an dem dann auch Retail-Kunden einen besseren Zugang zu den österreichischen Staatsanleihen haben, sondern auch noch in einem, wie soll man sagen, kompetitiven Angebot. Also nachdem der Bondmarkt doch immer noch ein sehr starker OTC-Markt, also ein Over-the-Counter-Markt ist und nicht so sehr börsegetrieben, ist natürlich auch das Pricing an der Börse eher sporadisch passiert, war jetzt nicht unbedingt das aggressivste. Und das war eben der Öpfer ein Anliegen, dass wir zwei Banken hier einen Markt etablieren, in dem auch Retail-Kunden ein attraktives Angebot finden. Und das haben wir dann über die Weihnachtszeit umgesetzt, um mit nicht ganz mit Jahresanfang, aber dann doch Anfang des Jahres live gehen zu können. Ist jetzt natürlich nicht der tiefste und liquideste aller Märkte mit massenhaft Umsätzen, aber nichtsdestotrotz, es findet regelmäßiger Handel statt. Ich glaube, das Wichtige ist, es gibt verlässliche Preise, es gibt Schlusskurse, an denen sich jeder ablesen kann, wie sich denn die Preise entwickelt haben. Die Charts sind da, glaube ich, auch gut zugänglich. Mhm. Und ja, das ist etwas, was wir halt als einer der großen zwei in diesem Lande für uns als wichtig erachten, den Kapitalmarkt hier zu unterstützen. Ja, muss man auch mal Danke sagen, auch an die Raiffeisen und an euch, dass ihr das macht, weil das Österreich-Paket komplett anzubieten, das ist schon wichtig für diesen nicht sehr riesigen Markt, ja, muss man sagen. Und wichtig ist auch, dass ein echter Dinosaurier den ersten Retail-Trade gemacht hat. Da bin ich dann schnell, ich habe das abchecken lassen mit der Wiener Börse. Ich war tatsächlich der Erste, der Nominale gekauft hat, nach eurem Upgrade. Ja. Sehr gut. Ja, genau. Damit wissen wir auch, dass über die Börse jetzt nicht nur anonymisiert gehandelt wird, wir wissen, wer es war. Genau, in dem Fall war es mir wichtig, der Erste zu sein, ein bisschen Streberkind und fürs Geschichtsbuch mein eigenes. Ich hoffe, du hast gekauft, weil dann war es sicherlich ein gutes Investment. Ich habe eine 100-Jährige gekauft und sie ist leicht im Plus. Ja, aber ich habe, mein Gott, na, so weit unter pari hast du einfach auch einen schönen Coupon. So ist es. Und es macht Spaß und was soll da schon großartig passieren? Gut, nächstes Stichwort und ich komme schon näher jetzt in der Zeitschiene. Finest CEE-Lection oder C-Lection, eine Konferenz von euch, die vor wenigen Wochen in Wien stattgefunden hat. Du warst dabei, hast auch einiges gepostet. Da sieht man immer, weil es ja doch intim ist, mit Institutionellen und so weiter, halt ein paar Fotos, aber auch da ein paar Worte dazu. Also das ist unsere große Aktienkonferenz, vielen vielleicht noch bekannt als die Stegersbach-Konferenz, wo wir sie viele, viele Jahre lang abgehalten haben für die ATX-Werte, aber auch für etliche Corporates aus unserer Region, aus der CE-Region, die hier verfügbar sind, um sich mit institutionellen Investoren zu treffen, zu verbinden, One-and-Ones oder auch in größerer Runde ein Update zu geben. Ich glaube, das ist auch mit einer der Dinge, die halt ganz besonders wichtig sind, um dem Kapitalmarkt ein gewisses Gesicht zu geben. Auch so wie du es angesprochen hast, wissend, dass der österreichische Kapitalmarkt und die Teilnehmer, sag mal, überschaubar sind und man sich doch relativ gut kennt und öfters trifft als nur bei diesen Aktienkonferenzen. Aber natürlich auch die gesamte CE-Schiene findet da seinen Platz.
Muss ich kurz eine Werbeeinschaltung in eigener Sache machen? Ich suche jemanden, der ein Zertifikat, quasi ein sparplanfähiges, auf einen neuen ATX 30, den die Wiener Börse machen würde, verbrieft, weil ich glaube, dass wir kein Produkt für die jungen Leute haben, die alle Sparpläne kaufen. Er lacht. Ja, genau. Nein, ich rede mit allen. Genau. Ja, genau. Ich nehme es mal zur Kenntnis. Ja, genau. Ja. Ja, und eben, wie gesagt, diese Stegersbach-Konferenz im Jahre der 200-Jahr-Feier der ersten in ihrem Bestehen 2019, also noch kurz vor der Pandemie, haben wir sie nach Wien geholt, sind seit damals in Wien natürlich unterbrochen durch die Pandemiezeiten, wo persönliche Konferenzen halt nicht möglich waren. Ja, und wir haben es dann eben auch von Stegersbach ein wenig umbenannt in C-Lection, ein bisschen eine Anlehnung an C-Lection, CEE-Lection. Was gibt's für interessante Titel in der Region, die es wert sind, gesehen zu werden? Das ist uns dort ein Anliegen. Und so wie du gesagt hast, ja, das ist eine sehr institutionelle Veranstaltung mit Investoren aus ganz Europa, auch nicht nur aus der Region. Und das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, nicht nur die schönen Werte in unserer Region zu präsentieren, sondern auch unsere Region, unsere Stadt, die ja doch eine der lebenswertesten ist, immer wiederum vorzuführen. Und ja, du weißt es, wir waren heuer auch in der Albertina, hatten eine Führung in der Chagall-Ausstellung. Also auch solche Gelegenheiten nutzen wir dann klarerweise, um auch ein wenig Kultur vermitteln zu können. Und da bietet Wien immer wieder schöne Gelegenheiten, auch das zu machen. So, jetzt komme ich noch zum thematischen Schlusspunkt. Eine ganz junge Nachricht. Ich habe es gesagt, du bist mein 16. Gast in Season 15. Mein 15. Gast in Season 15 war die Nathalie Richard, die Ähnliches bei der Baderbank macht, wie du hier. Ihr kennt euch noch nicht, habe ich gehört, aber ihr werdet euch kennenlernen, denn es wird eine Kooperation, wurde angekündigt vor wenigen Tagen, Baderbank, erste Group, Baderbank habe ich gesprochen, die freuen sich sehr auf diese Kooperation. Ich denke, du kannst gar nichts anderes sagen. Und ja. Aber schöne Geschichte, oder? Definitiv. Ja. Also wir hatten Ende letzten Jahres ein bisschen intensiveren Kontakt, gekannt haben wir uns natürlich immer schon. Und getrieben aus den USA über Chaperoning-Vereinbarungen, um dort Vertrieb zu machen, haben wir intensiver miteinander gesprochen und dann erkannt, dass es eigentlich ganz, ganz viele Dinge gibt, wo wir uns ergänzen. Und die Kollegen von der Baderbank, ganz speziell Oliver Riedl als Co-CEO, Folge, genau. Ja. Haben dann viele Gespräche geführt und ja, haben uns dann entschlossen, jetzt bekannt zu geben, dass wir in vielen Gebieten zusammenarbeiten möchten. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, klarerweise, aber ich glaube, wir haben eine gewisse Vision. Wir haben ein Angebot, wir covern research-technisch, würde ich einmal sagen, um wieder zurückzukommen von Escudos, also von Lissabon bis ins Baltikum, haben wir ein Research-Angebot, dementsprechend natürlich auch die gesamten Trading-Angebote, die damit verbunden sind. Das gilt es jetzt weiterzuentwickeln, fertigzustellen, auch die gesamten Legal-Frameworks, die wir ja trotzdem brauchen, selbst wenn wir kooperieren, zu finalisieren. Und dann hoffentlich dem europäischen Kapitalmarkt ein gutes Angebot zu liefern und damit natürlich hoffentlich auch etlichen an Flow Richtung Österreich zu steuern, weil das ist ja doch eines unserer Kernanliegen. Ja, wäre auch ein wunderbarer Punkt. Die Baderbank hat es ja geschafft, mit vielen, vielen Kooperationen, ohne jetzt selbst mit Endkunden in Kontakt zu treten, eine Speerspitzenbank für junge Anlegerinnen und Anleger zu sein, was ich leiwand finde. Nico immer wieder getroffen und auch das mitverfolgt. Und ich glaube, das ist ein guter Fit mit euch. Und ich wünsche euch beiden im Sinne uns allen viel Erfolg mit dieser Kooperation. Abschlussfrage, lieber Thomas, und ich bin wieder viel länger geworden, aber es liegt an mir, weil ich so neugierig bin und das sind tausende Touchpoints in diesem Gespräch. Was taugt einem Dinosaurier an dem Job, den er jetzt gerade macht? Also das sind natürlich solche Gesprächsmöglichkeiten wie jetzt mit dir, klarerweise vorrangig. Deswegen hast du deine Karriere gemacht. Ja, deswegen habe ich viele Jahre gewartet, um auf diesen Punkt zu kommen. Aber Spaß beiseite. Also ich glaube, gar nicht, es ist, was? Nicht wegen mir? Nein? Okay, Spaß. Okay. Nein, es war wegen der Nathalie. Wegen der Nathalie, genau. Ja.
klarerweise, es ist diese tägliche Herausforderung. Selbst wenn, ich sage jetzt mal, die Grundstruktur der Märkte ja doch ziemlich gleich ist jeden Tag, das Umfeld, in dem wir uns bewegen, ändert sich ununterbrochen. Und ich glaube, gerade in der letzten Zeit massiv. Also schauen wir einfach nur, was sich im Gebiet ESG verändert. Alle diese Themen von einer Deglobalisierung, das hat natürlich vorrangigst erste Impacts auf unsere Kapitalmärkte, die ja da doch immer quasi der Realwelt etwas vorauslaufen. Und da denke ich schon, die Dinosaurier-Erfahrung hilft einem, dann vielleicht auch die dicke Haut, die man sich als Dinosaurier über die Jahre aufgebaut hat, um leichter mit diesen Dingen zurechtzukommen. Und dann vor allem viele von den jungen Kollegen, die man dazu bekommen hat, zu führen, zu entwickeln, damit sie vielleicht selber mal solche Dinosaurier wie wir werden und dann auch ihre Gespräche führen können und die letzten 30 Jahre Revue passieren lassen. Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Es macht nämlich durchaus Spaß, in der Branche zu arbeiten, auch wenn es uns hin und wieder vom Schiedsrichterstuhl haut, so wie ich jetzt mein Tennis-Wording immer wieder gerne auch reinbringe. Lieber Thomas, ich glaube, ich brauche es nicht extra erwähnen, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich hoffe, euch auch da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ein Tschüss einmal von meiner Seite. Und auch von meiner Seite, danke Christian, dass ich da sein durfte und euch allen noch einen schönen Tag. Wunderbar. Ciao.